6, 7, 8, 9, oh Scheiße. Tag 212 im Orbit von leerer Raum. Schiff? Ja, Captain? Was passiert hier? Was meinst du? Wie bin ich hierher gekommen? Geht's dir gut, Captain? Antworte mir einfach bitte. Wie bin ich zurück zum Schiff gekommen? Es tut mir leid, aber es fällt mir schwer, genau Antworten auf deine Fragen zu formulieren. Wir haben gerade unser Ziel erreicht. Welches Ziel? Das Ziel, zu dem wir aufgebrochen sind, nachdem wir den Planeten mit der Forschungseinrichtung verlassen hatten. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Planeten verlassen zu haben. Ach nein? Nein. Das ist merkwürdig. Ziemlich. Ich frage mich, erinnerst du dich daran, dass du mir nach deiner Ankunft auf dem Planeten genaue Anweisungen gegeben hast? Nein, tue ich nicht. Oh. Welche Anweisungen habe ich dir denn gegeben? Du hast mir gesagt, ich solle alle Aufzeichnungen über diesen Planeten löschen. Du hast mich sogar dazu gebracht, den Ort auf der Sternenkarte zu löschen. Das war eine ziemlich schwierige Aufgabe, möchte ich hinzufügen. Ich habe mehrere Tage gebraucht, um herauszufinden, wie ich eine bestimmte Speicherdatei manipulieren kann, ohne den ganzen Rest zu zerstören. Was habe ich getan, als ich von dem Planeten zurückkam? Du bist mit dem Shuttle zurückgekommen, wie immer. Vielleicht nicht ganz so wie sonst. Wie mal, was meinst du? Du warst außerordentlich gut gelaunt, hast gesungen und getanzt. Gesungen? Ja, ich konnte den Text nicht verstehen, aber du hast laut gelacht und erklärt, dass es Mozart war. Ich habe meine Datenbank durchsucht, kann aber keine Informationen finden, die belegen, dass ich erinnere mich an nichts davon. Ich habe alles im Videospeicher des Schiffs aufgezeichnet. Falls du eine visuelle Zusammenfassung haben möchtest... Oh Gott, nein, lösch sie sofort. Ja, Captain... Und was ist dann passiert? Nun, du hast dein Tanzprogramm hier im Cockpit beendet und dich hingesetzt. Nach einer Weile hast du mir dann die Anweisung gegeben und wir sind hierher geflogen. Ich kann mich an nichts davon erinnern. Was könnte mit mir passiert sein? Ich bin nicht sicher. Vielleicht haben sie dich irgendwie beeinflusst, als du unten auf dem Planeten warst. Kannst du dich an irgendwas Seltsames von dort unten erinnern? Oh, warte, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Da war eine Zelle und ein riesiger Mann. Und er zwang mich in diese Zelle, glaube ich. Ich erinnere mich vage an eine Art Kampf. Aber ich schätze, er war zu stark für mich. Dann schalteten sie die Maschine ein. Ah, ich weiß nicht, es fühlt sich alles so verworren und zusammenhanglos an. Ich glaube, ich bereite besser einen Gehirnscan für dich vor, damit wir überprüfen können, ob sie dir etwas angetan haben. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Gut. Geh einfach zum Biosessel, wenn du bereit bist. Das Labor. Broyd erlitten. Das war sehr unbefriedigend. Das möchte ich gerne nochmal laden. Position verändert und Geld gewinnen. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Da, wo wir auch waren. Nee, das ist Kacke. Das will ich nicht. Das möchte ich bitte nochmal machen. Hier. Aufzug kaputt. Jo. Okay, dann weiß ich nicht, wie ich die da reinkriegen soll. Habe ich das Werkzeug? Nee. Ich meine, diesmal können wir ein bisschen abkürzen. Wir brauchen nur das Werkzeug holen und dann können wir zu ihr reingehen. Kommen wir sowieso nicht. Okay, dann mal los. Ja, komm, mach hin. So, rein in die Kammer. Das Problem ist halt, wenn wir das jetzt machen, passiert ja nicht viel, ne? Wir können ja auch noch nicht raus. Also wir müssen erstmal das machen. Dann den Code erlernen. Ich lese das jetzt nicht mal vor, auf den grünen Fleck.
dann auf den roten. Dann auf den blauen. Wunderbar. Nun bleib dort, während ich das hier fertig mache. Super, jetzt kriege ich den Code für die Tür. Ich muss sie da irgendwie reinbekommen, damit sie uns den Schlüssel, die Keycard gibt für Area 52. Die Frage ist halt nur, wie. Seltsam. Ja, schiefgelaufen. Maschine zurücksetzen. Dann nochmal. So, jetzt stellen wir den 10-Sekunden-Timer ein. Ich kann in der Zeit, wo das passiert, kann ich nichts machen. Ich kann nicht irgendwie rausgehen oder so. So, Maschine zurücksetzen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Timer noch mal stellen. Sonst kann ich hier nichts machen. Das funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, geht auch nicht. Tür ist verschlossen. Ich muss sie da irgendwie reinbringen, ne? Weiß nur nicht wie. Vielleicht muss ich das ein paar Mal machen. Tür ist verschlossen. Weil wofür dient denn dieser 10-Sekunden-Delay anstatt der 3 Sekunden? Kann ich mir halt nur vorstellen, dass sie meint, dass wir getroffen wurden und dann selber da reingeht. Ich weiß es nicht, wa? Okay, ich ziehe jetzt nochmal. Wir warten nochmal. Ich gehe danach nochmal raus aus dem Ding. Vielleicht können wir dann irgendwas machen. Das ist jetzt halt immer wieder derselbe Ablauf, ne? Der bringt nicht viel. Oh Gott.
Ich habe denselben Fehler noch einmal gemacht. Wie seltsam. Ach, guck mal. Okay, wenn ich das jetzt nochmal mache. Reingehen. Sie stellt alles ein. Ich stelle es wieder zurück. Mach wieder 10 Sekunden. Bau das Ding wieder um. Aber irgend so ein Tier hier reintun kann ich nicht, ne? Ne. Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Wenn sie sagt, sie hat das nochmal den Fehler gemacht. Vielleicht testet sie dann die Maschine selber. An sich? Ist sie so dumm? Hm. Nicht in Ordnung zu sein? Oh Gott. Wie kann ich denselben Fehler immer wieder machen? Vielleicht ist etwas mit meinem Gehirn nicht in Ordnung. Ich denke, du kannst jetzt rauskommen. Wir können das in Kürze nochmal versuchen. Also sie zweifelt an ihrem Gehirn schon. Hallo nochmal. Meinung geändert. Ja, machen wir nochmal. Jetzt mache ich das nochmal. Wenn sich der Text wieder ändert, dann ist das auf alle Fälle mal ein Fortschritt. Ich kann den auch nirgendwo anders hindrehen, ne? Dass der irgendwie in ihre Richtung schießt oder so. So, nochmal. Irgendwas ist in der Maschine nicht in Ordnung. Oh Gott. Wie kann ich denselben Fehler immer wieder machen? Vielleicht ist etwas mit meinem Gehirn. Okay. Okay, jetzt komme ich definitiv nicht weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Außer so zu tun, als ob der mich erwischt hätte. Kann ich mit Sicherheit auch nichts machen. Runter komme ich auch nicht. Kollegen, da können wir auch nicht helfen. Anscheinend kann ich auch keinen Kontakt mit denen aufnehmen. Keine Kommunikation. Was soll ich jetzt tun? Bin maximal verwirrt. Hier noch Käsekuchen, gefrorener Joghurt. Lecker, lecker. Der ist einfach nur so da, den kann ich nicht mal benutzen. Die bringen mir auch nichts, die Akten. Ich habe noch 2 Münzen für den Automaten. Wahrscheinlich, wenn du so nicht alle findest, ne? Aber du hast ja schon am Anfang von alleine, glaube ich, 3 Stück gefunden und 3 brauchst du ja auch. Große Ähnlichkeit mit einem normalen Oktopus. Seine Augen sind tiefblau. Keine Reißzähne. Bisschen wie eine Schlange aus. Hat rote Augen. Ich habe noch eine Suizidpille, aber die kann ich auch nicht benutzen.
Wofür ist die Suizidpille? Kann ich ihr die geben? Ich kann die auch nicht selber nehmen. Denn? Wird sie komisch, wenn ich... Die Tür ist bereits entriegelt. Kann ich von hier aus nicht machen. Reinkommt tue ich da nicht. Funktioniert nicht. Ich bin jetzt auf dieser Ebene gefangen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, wir können nochmal so tun, als ob. Aber irgendwie muss ich sie da reinkriegen. Wofür dann dieser 10-Sekunden-Timer? Das verstehe ich nicht. Ich kann an der Kette ja nur ziehen, wenn ich da drinne bin. Das heißt ja auch rein theoretisch müsste sie das Gerät selber aktivieren, wenn sie da drinne ist. Bist noch wach? Kannst du jetzt rauskommen? Also, etwas ausprobieren auf den grünen Fleck. Auf den roten. Aber ich kann auch sonst nichts machen, auch nicht mit Akten oder sowas. Mit ihr nicht. Warte ich jetzt hier? Ich weiß nicht wie lange. Aber wir müssen ja so tun, als ob. Das heißt, ich kann jetzt rein theoretisch abhauen. Das ist wahrscheinlich dann die zweite Endkarte. Weil sie uns ja jetzt einfach gehen lässt. Mit und uns sagt, hier fliegt irgendwo uns nirgendwo. Oder so. Aber auf alle Fälle, glaube ich, 10, 20 Tage habe ich hier verschwendet dadurch und eigentlich nichts erreicht. Und ich will ja eigentlich die muss weg und ich will zumindest den Eismann mitnehmen. Aber ich weiß nicht wie. Bin ich zu blöd für. Vor allem, weil ich jetzt auf dieser Ebene hier gefangen bin. Also ich kann nichts machen. Außer mit ihr zu quatschen. Aber offensichtlich arbeitet die jetzt hier 100 Jahre. Ich kann die auch nicht wegknüppeln oder so. Ich kann gar nichts machen. Ist ein Joghurt? Oder ein Käsekuchen? Überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist einfach nur ein Düsenrotator. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu dämlich. Verstehe ich nicht. Also ich kapiere es wirklich nicht. Was soll ich tun? Nur das hier. Bewertungsakte. Kann ich auch nicht geben. Zugangsstick. Hey,
Konzentrieren wir uns jetzt auf diesen Test. Ich weiß nicht, wie lange ich hier warten soll. So, dann machen wir mal die Sprechanlage. Okay. Ich kann ja gar nichts machen. Ich kann ja auch nicht mich irgendwie verstecken und das Skelett da irgendwie reinschieben oder so. Wenn ich das Ding auf 10 Sekunden stelle und nicht wegbiege, dann habe ich selber ein Problem. Kann ich halt nichts mitmachen. So mit der Konsole, was nicht geht. Ansonsten ist hier auch nichts, als ob ich irgendwas übersehen hätte. Weiß halt nur nicht was. Die Steuerung, ja. Aber ich muss ja die alte da irgendwie reinkriegen. Ich komme hier auch nicht raus. Ich kann auch die Tür nicht zumachen. Oder da einfach nur hingeht. Hier passiert auch nichts. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu blöd. Ich muss gleich googeln, glaube ich, weil sonst kommen wir auch nicht weiter. Also wir lassen uns geblitzdingsten. Aber das will ich gar nicht. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas Banales übersehen, wie mit dem Saugroboter und dem Fahrstuhl. Oder so. Wie kann ich denselben Fehler mit meinem Gehirn nicht in Ordnung? Verstehe ich nicht. Muss ich googeln. Tut mir leid. Kann ich nicht ändern. Das tut mir sorry. Aber das muss ich. Das muss ich googeln. Ich würde es gerne nicht machen, aber was soll ich machen? So, hier, the lab. Szenario 1. Moment, Moment, Moment. Ja, das war die Nummer.
Okay, das ist ein ganz anderer Weg. Ja, Automatik, Antivirensprache, Left Security. Ja, das haben wir alles. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Geht gleich weiter, Moment. Ja, habe ich auch. Ach, hör auf. Was zum... Warte. Also process head to your inventory and select the broad nose rotator. Choose to adjust the tool to change the settings. The middle switch up and the right switch up. Use the new rotator tool and move the change in position and close the chain. Ach, leck mich doch. Ich wusste es doch. Fuck. Ich wusste es. Warte. Ich bin... Man sollte sich auch mal den Scheiß angucken, den man im Inventar rumliegen hat, ne? War einfach wieder dumm. Ich zeig's euch. Ja, ich war wieder dämlich. Weil ich mir dachte, man muss das ja auch irgendwie anders hindrehen können. Und ja, das geht. Das geht, ich bin nur wieder zu doof oder hab nicht genug nachgeguckt. Pass auf. Drauf, anpasse. Rein theoretisch. Nee. Okay, müssen wir ein bisschen ausprobieren. Wie ich jetzt so mache. Das müsste reichen, rein theoretisch.
Hoffe ich zumindest. Aber das müsste sie voll erwischen. Das ist nämlich das, was ich wollte. Weil ich dachte, das kann man, indem man das Tool dann mehrfach draufzieht. Anpassen ist ja wieder so eine Sache, ne? Bam! Fuck you, bitch. Hallo? Hallo? Was ist gerade passiert? Ich wurde gerade Broid ausgesetzt. Und was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du gerade meine Subcortex-Rezeptoren verschoben hast. Ich befinde mich derzeit in einem hypnotischen Zustand, in dem ich vollständig von anderen kontrollierbar bin. Ich kann dich also kontrollieren. Jo. Wie? Du sagst mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Okay, probieren wir es aus. Geh zum blauen Fleck. Hey, drum. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass du mich in den Kryo... Hey, Prot. Du musst dir keine Sorgen mehr um drum machen. Was ist hier passiert? Ich habe ihre eigene Maschine gegen sie eingesetzt. Sie hat gerade bestätigt, dass es eine Art Gedankenkontrollgerät ist. Dieser Wurm. Das erklärt eine Menge. Du konntest nicht wissen, was sie vorhatte. Wahrscheinlich nicht. Warum hast du das getan? Was getan? Warum hast du Menschen gefangen genommen? Weil ich herausfinden musste, ob es funktioniert. Als ich zum ersten Mal die Subcortex-Rezeptoren entdeckte, arbeitete ich noch an Tieren. Nach meinen erfolgreichen Ergebnissen bei Tieren war der nächste Schritt nur logisch. Ich musste meine Erkenntnisse an Menschen ausprobieren. Stell dir vor, was für eine Macht wir dann hätten. Warum hast du Dr. Kake getötet? Weil sie anfing, die falschen Fragen zu stellen. Du Monster. Öffne die Aufzugtüren. Sofort. Sie sind jetzt offen. Prot, vielleicht solltest du dich jetzt an dein Unternehmen wenden. AAE? Ja, das sollte ich wirklich. Ich weiß allerdings nicht, was sie mit dir machen werden. Ich meine, dieser Ort ist mehr als streng geheim. Ja, ich weiß. Vielleicht war ich nie hier. Ja, lass mich nachdenken. Das können wir ändern. Wir müssen nur jede Spur davon beseitigen, dass du jemals einen Fuß auf diesem Planeten gesetzt hast. Willst du mir dabei helfen? Ja, natürlich. Der Captain und Prot verbrachten ein paar Stunden damit, den Rest der Anlage zu sichern und sicherzustellen, dass Dr. Drum keine weiteren Probleme verursacht hatte. Als Prot endlich alles unter Kontrolle hatte, trafen sie sich in der großen Eingangshalle des Gebäudes, um sich zu verabschieden. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Danke nochmal, Thomas. Ich meine, du weißt schon, ohne dich, ja, es ist okay. Spar dir deine Worte für den AAE-Vorstand. Ich schätze, du hast jetzt eine tolle Geschichte für sie. Ja, danke. Ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, hierher zu kommen und es mir anzusehen. Was ist mit dir, Umex? Was ist dein Plan? Meine